Moin meine Lieben und liebe Grüße aus Hamburg. Heute möchte ich euch nochmal zeigen, wie ich mein Corona V8 wickel, um den seriell zu benutzen. Also seriell, sprich mit zwei Akkus in Serie, in Reihe geschaltet mit 8,4 Volt. So, dafür braucht ihr zum Beispiel eine Zange, eine Pinzette, einen kleinen Schraubenzieher für den Corona, was zum Wickeln. Den nehme ich jetzt zum Wickeln für den Draht. Ich habe zwar auch ein Wickelset, aber das brauche ich nicht. Den nutze ich am liebsten. Das passt perfekt. Dann braucht ihr einen Draht. Ich nehme dafür gerne einen Kanthal-Kleppendraht. Dann würde ich sagen, den stellen wir mal kurz weg. Dann seht ihr das besser. Dann wickeln wir hier einfach mal ein bisschen was rum. Ich mag das ganz gerne sportlich. Darum nehmen wir auch nicht so viele Wendungen. Ich nehme jetzt einfach mal 6, 3, 4, 5 und 6. Schön eng. So, das sieht auch ganz ordentlich aus. Wo ist jetzt meine Zange? Ha. Da haben wir was vergessen. So, einmal ein Knipsi. Den solltet ihr natürlich auch haben. Die gleiche machen wir nochmal. Eins. 2, 3, 4, 5 und 6. So, das sieht auch ganz gut aus. 6 Wendungen ist sehr sportlich. Ich würde sagen, ihr nehmt am besten 7. Erfahrene Dampfer können auch gerne 6 nehmen. Ich glaube, ihr seid da so bei 0,4 oben, denke ich mal. Dann nehmen wir uns noch mal wieder unseren Corona, unseren allerliebsten, unser Schmuckstück. Mein Lieblingsverdampfer. Geschmacklich und dampftechnisch einfach Bombe. Ich habe ja sehr, sehr viele, aber ich finde, keiner ist so gut wie der oder keiner schmeckt so gut wie der. Bin ich großer Fan von. Ich habe ja auch den 25er Klon und ich finde, der schmeckt auch einfach geil. Was ich nur noch mal wieder brauche, ist einen neuen Wickelsockel. Der ist nämlich schon völlig hinne. Oh, das gibt's doch wirklich gerade jetzt. So. Ich glaube, da baue ich mir mal selber ein, weil von den Dingern hier habe ich schon locker 3 kaputt gemacht. Ihr wisst ja, wie das ist. Nach fest kommt ab. Bisschen viel Freistrecke. Dadurch, dass mir eben hier der Scheiß Wickelsockel kaputt gegangen ist. Aber so ist das in dem Video. Da klappt auch nicht immer alles gleich perfekt. So. Oh, jetzt geht das Ding immer wieder ab. Das kann doch nicht angehen, ey. Ja, ich glaube, das war's komplett mit dem Wickelsockel. Hoho, was machen wir denn jetzt? Okay, müssen wir uns was einfallen lassen. So ist das manchmal. Dann nehmen wir einfach den. Ist natürlich jetzt halb so schön, aber ich glaube, wenn ich eine Box nehme und den auf eine Box schraube, dann seht ihr gar nichts mehr. Nummer 1, schön machen, tun wir gleich. Einmal den Draht ab. Einmal den Draht ab. Dann schnappen wir uns mal die zweite Wicklung. Das ist natürlich scheiße jetzt hier ohne Wickelsockel. Aber auch davon lassen wir uns nicht beeindrucken.
Das Teil hat gleich zu rennen. Wie ihr seht, klappt auch spartanisch. Ihr braucht dafür nicht viel Schnickschnack. Beste Wickelset und den ganzen Müll braucht man eigentlich alles gar nicht. Ich habe das verdoppelt sogar, so ein scheiß Wickelset. Benutzen tue ich für meine Windung meistens den. Der hat für mich den perfekten Widerstand. Oder besser gesagt, die perfekte Größe für die Coil. Das sind ungefähr so 3 mm. Ich glaube sogar nur so 2,5. Keine ganzen 3 mm, aber auch ein bisschen mehr als 2,5. Und der ist wirklich perfekt. So, einmal ein bisschen schön machen hier. Zack. Und nochmal. So, das sieht doch schon ganz vernünftig aus. Für ohne Wickelsockel. So, und ich würde sagen, ich nehme mal kurz eine Box und dann hören und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, meine Freunde. Aber erstmal wollen wir nochmal einen Zug dampfen, ne? Dann macht das Wickeln auch mehr Spaß. So, jetzt geht's gleich weiter. So, meine Lieben, weiter geht's im Takt. Not macht erfinderisch. Ich habe jetzt einfach mal die Kamera ein bisschen höher gemacht. Ausglühen tue ich mit 50 Watt. Bisschen ganz vorsichtig posieren. Also immer nur mal kurz feuern, pulsieren, so. Bisschen reiben. Normalerweise reibe ich immer mit der Seite, natürlich nicht beim Feuern. Weil ich finde, Keramik ist eigentlich ein bisschen unlogisch, da dran rumzureiben. Es funktioniert zwar auch, nimmt aber nicht die Spannung aus dem Draht. Also ein bisschen feuern, nicht mehr feuern, bisschen mit Metall rüberwischen. Dann funktioniert das meistens besser. Seht ihr? Geht viel schneller, als wenn ihr jetzt mit Keramik da drüber wischt. Das nimmt nämlich eigentlich gar nicht die Spannung aus dem Draht. So, die sieht doch schon ganz gut aus. Zack. Die sieht auch schon ganz gut aus. Bisschen höher kann die noch. So, so gefällt mir das besser. Ich mache den Draht immer gerne schön ein bisschen hoch, dass nachher die Luft auch schön zirkulieren kann. Die kommt doch wunderbar. Das sieht auch schick aus. Und dann würde ich sagen, dann schnappen wir uns noch mal ein bisschen Watte. So, als Watte nehme ich Nativ Wix Platinium Blend. Die finde ich sehr geil, die Watte. Die fördert richtig gut. Die saugt richtig gut nach. Die kommt richtig geil. Die gefällt mir wirklich gut. So. Also schon fast ein bisschen viel. Einmal ein bisschen weniger. Ich kotze das gerade derbe an mit dem Wickelsockel. Auf der Box wickeln ist immer gar nicht meins, aber naja, was will man machen? Geht ja jetzt leider nicht anders. Schön viel Watte, schön verschwenderisch sein ist immer wichtig. Nehmen wir uns nochmal ein Stückchen Watte. Auch fast ein bisschen viel. Ein bisschen weniger. So. So, gefällt mir das. Das kommt gleich in die Tonne, sonst krümeln wir hier so rum. Und nochmal ein bisschen Watte. Sollte ungefähr auf beiden Seiten gleich viel sein. Eine Seite ist jetzt ein bisschen weniger. Schön großzügig. Ein Teil schneiden wir wieder ab. Zack. Dafür lasse ich ungefähr so 1,5 cm ungefähr stehen.
Seht ihr auch gleich warum. Einmal schön ein bisschen ausklopfen. Ihr staubt das hier natürlich ordentlich. Aber egal, ich muss sowieso saugen und Staub wischen. So. Jetzt nehme ich mir immer noch mal ein bisschen eine Pinzette und dünne das Ganze aus. Die ist natürlich ein bisschen feucht. Wie ihr seht, auch bei mir ist nicht alles immer perfekt, aber es funktioniert gut. So. Schön einmal ein bisschen ausdünnen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So. Nummer 1 und zack, zack, zack. Nummer 2. So. Jetzt schneidet ihr das, was übersteht, nochmal wieder ab. Schön auf gleiche Länge. Nummer 1. Nummer 2. Boah, im Licht staubt das aber richtig hier. So, dann wird eine Seite schön umgeklappt und reingelegt. Bisschen zurückgeschoben wieder. So. Nummer 1. Jetzt wird auch die andere Seite umgeklappt und reingelegt. Ich hoffe, man sieht das. Nummer 2. So. So sollte das dann ungefähr aussehen. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Nummer 1. Und Nummer 2. Schön darauf achten, dass die Watte schön locker ist, weil ihr braucht gleich Nachfluss. Gerade wenn ihr ihn gleich seriell betreiben wollt. Mit ordentlich Power. So. Er fängt auch schon ordentlich an nachzusaugen. Jetzt würde ich sagen, geben wir ihm gleich nochmal eine kleine Starthilfe. Dafür nehme ich Honigmilch. Da ist noch ein kleiner Schluck drin. Der Rest ist schon im Tank. Das muss ich gleich nochmal neu anmischen. Aber für oben reicht es noch. Einmal ein bisschen Starthilfe. Zack, zack, zack. Das sieht doch schon gut aus. Haben wir für die Woche doch wieder was Leckeres zu dampfen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das sieht doch lecker aus. Machen wir die Watte noch mal ein bisschen schön. Schön machen. Schön vorsichtig und nicht zu doll. So. So bin ich auch schon ganz zufrieden. Sind wir genau auf den Schlag bei 0,5 Ohm gelandet. Ist für seriell ein super Wert. Nicht zu niederohmig, nicht zu hochohmig. 50 Watt, mal gucken, was ich mache. Das sieht doch gut aus. Würde ich sagen, bisschen wenig Watt. Sorgen wir nochmal dafür, dass die Fussel bei der Watte weggehen. Ein bisschen besser. Ja, so sieht das doch gut aus. Bei der Watte weg. Dann würde ich sagen, bauen wir ihn gleich mal auf eine schöne serielle Box und dann testen wir ihn gleich mal. Ich teste jetzt schon mal. Oh, schmeckt obergeil. So, meine Freunde, ich würde sagen, ich baue ihn nochmal um auf eine andere Box und dann geben wir gleich mal ordentlich Gas. So.
So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe ihn jetzt auf die Quiet Noise 1 geschraubt. Finde ich super für den Corona. Perfekt für unterwegs. Hat ordentlich Dampf. Wie man sieht. Röhrt wie Elch, wie ich immer sag. Und schmeckt einfach nur klasse. Ballert, glaube ich, richtig schön raus. Ich würde sagen, wir testen den einfach mal. Knattert schön. Oh, und schmeckt genial. Hammergeil. Ich bin mehr als zufrieden. Es schmeckt einfach nur geil. Ohne Ende Nachfluss. Man hört auch, wie er da knittert. Hammer. So, mein Lieben. Wie ihr seht, man sieht die ganze Hütte nicht mehr. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.